Hallöchen, ihr Banausen da draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde LS17 auf der Map Südhämmern mit dem lieben Schwarmwoll zusammen, hallo. Hallo, Benose. Und mit dem lieben Arno zusammen, hallo. Moin. Man sollte und Benose natürlich. Man sollte die Maschine auch mal senken, damit die auch ansieht, also wäre von Vorteil. Also wir haben uns jetzt übrigens entschieden, auf der 14 dann doch keinen Salat zu machen, sondern nochmal obligatorisch Weizen. Gö, 3-Dö. Einfach wegen dem anderen mit einem schmalen Schnittwerk. Genau, wir werden die kleineren Felder erstmal mit dem ganzen Gemüse ansehen. Lass mal gucken, wie hoch der Ertrag ist und so weiter, was das rauskommt. Weil ich meine, zu inneren 15 war der Ertrag relativ hoch bei dem Zeug. Und dann würden eigentlich die kleinen Felder auch relativ gut reichen. Und dann würde ich sagen, schwinge ich mich im Mähdrescher. Geh mal Sonnenblume an, das schnell. Dresch das mich. Ich mähe den Dresch, ja. Haben wir jetzt eigentlich noch einen größeren Traktor? Frei, gerade? Ja, du kannst den haben, den Deutz hier. Den Deutz. Bringst du mir den anderen zum Hof, dann kannst du den haben. Aber du darfst die Drive-Control nicht ausschalten. Den Hof soll ich den hier in den blauen einschalten? Nee, den schalte ich selber ein. Bring ihn einfach her. Ja, dann sag uns jetzt nicht, dann will ich den nicht. Ich mach's eh, also von mir ist das sicher. du musst ja dann einfach nur anschalten. Sag mal, Anno, du hast doch den blauen Traktor von dem Schneidwerk weggenommen, oder? Ja, das war ich. Ah, okay. Hat den Traktor gesucht, weil ich den nicht gefunden habe. So, welchen darf ich jetzt nehmen? Der, wo das vorne steht. So, du hast nicht gesagt, dass ich es einschalten soll. Na, du hast mich gefragt, nimmst halt das, ich mach's selber. Na, siehst du. So, erstmal ausgeschalten. Geh mal ganz kurz schnell mal von Anfang an. Hüpf. Moin Moin, hupsla. Ma, ey, der rammt der mich noch, weißt du. Sand ist voll. Okay, muss ich erst Sand verkaufen. Ich hab heute auch eine. Das war auch gut. Ich stehe in der Messung. Da war ich noch gar nicht am Messen. Ich richte da Ding gerade ein, auf der Straße hinter mir erstmal schön einen am Rückwärtsfahren und Kalong in so eine Oma rein. Ach so, schön. Also in ein Auto jetzt, nenne ich. Ah, okay. Haben wir irgendwo noch Gewichtlege für den Traktor? Weiß das jemand? Nee. Na gut, dann muss ich eben ohne gehen. Oh Gott, warum habe ich das den Traktor hergegeben? Oh mein Gott. Danke. Ja, naja, da wusste ich noch nicht, dass ich zum Sand abfahren muss. Nee, jetzt macht ja auch keinen Sinn mit dem kleinen Traktor, die große Maschine. Das also der hier ist übrigens doppelt so schnell jetzt. Ja, das denke ich mir, das war mir klar. So zwischen 19 bis 21, eben war ich immer zwischen 8, teilweise bei den Bergaufgeschichten bei 7. Ja, der Traktor war einfach viel zu klein für diese Maschine. Ach mal, frag uns mal bei der Volksholm, wo wir mit den Milch-Dingern da die Hügel da hochfahren mussten. Diese S-Kurve, weißt du noch, Schwabe? Die S-Kurve auf dem Berg? Zum Hof hin? Ah, ja, okay, ich weiß, was du meinst, ja. Oder wo wir dann mal hochgekrebst sind, wo ich dich sogar einmal angeschoben hab. Ich erinnere mich, ja. Ich erinnere mich. Bei 7, 8 km/h noch schnell. Ja.
Es waren 15er noch. Genau. Da wollen wir die Oma stricken lassen. Die Wolle. Genau. Och jo. So. Einmal Sandlade, bitteschön. Und dazu kündige ich eigentlich schon mal. Wenn der Spender bei den Schneidwerk rankommt, dahin, wenn der Schneidwerkslager so blöd da steht. Keine Chance. Überall alles, Hauptsache Allrad und Differenzialen alles eingeschaltet, aber der Taste der U-Funktion wird alles ausschalten. Mensch, Anno. Ja. Die Wünsche. Du hast Schock hier, was ich gesagt habe. Ich hab's jetzt ignoriert. Ja, ja, das was war sowieso immer dasselbe ist. Treibkontroll, Treibkontroll, Treibkontroll. Ich hab gesagt, Hauptsache Allrad und Differenzialen alles einschalten. Ja, das weiß ich nicht, wie ich das Wort auskriegen soll. Ich drück nur Leertaste. Guck mal, der andere klappt die immer zu, die sieht immer schön, auch nicht schlecht. Ja, wegen den Bäumen hier in der Schräge. Ich muss ja immer einmal meistens um so einen Baum rum, oder? Oder kriegen wir den meisten? Es gibt bloß den Hafen. Das heißt, wir können uns jetzt den Holmer kaufen, dann, wenn ich den Sand abgeliefert habe. Dann müsste er theoretisch von der 1000 geben. Mhm. Erhebt sich dann nur die Frage, was als erstes, welches Schneidwerk? Welche gibt's? Karotte, Zwiebel, Salat. Kartoffeln und Zucker rüber. Ne, wir wollten doch mit was Exotischem anfangen. Also etwas nicht Standardhaften. Also Kartoffeln sind vielleicht eher weniger, oder? Ja, ist okay. Ja, ja, gut. Die Salatkarotte oder Zwiebel. Quasi. Dann sage ich jetzt mal Salat. Noch mal demokratisch. Banause? Ein guter Salat ist ohne Zwiebeln aber nix, ne? Aber eine rohe Zwiebel ohne Salat ist auch irgendwie nichts. Ja, na doch. Doch, die kann man schon gut machen. Auf ein gutes Brot drauf, Salz drauf. Nee, ich sag auch Salat. Salat ist okay. Erstmal. Also gut. Schauen wir mal, wenn wir das. Zucker rüben brauchen wir ja auch noch für Zucker. Jo, aber das ist wieder einer sagt, das ist hier wieder Standard dann. Ja.
Und da rennt man sogar auf Feld, was ist das? Feld 12. Feld 10, wenn die Sonnenblumen weg sind. Da muss man Salat anpflanzen, oder? Ja. Wäre so. Ist ja nicht zu groß dann, erstmal von Anfang. Ich müsste schon du anpflanzen, Banause, glaube ich. Du kannst Salat anpflanzen, glaube ich, mit der Sämaschine, oder? Ja. Oh. Warte, ich hab doch mal was vergessen. Ist irgendwie leicht abgedriftet. Ja. Eine kleine. Ich bin fast leer, Banause. Ja. Ups. Habt ihr? Natürlich nicht, die haben mich doch gerade gewundert. Alter, was schlingt denn der jetzt so? Gerade gewundert, warum das so wenig Ertrag rauskommt. Erstmal auf den Hof brechen hier. Mit 60 km/h. Ja, 54. Hast du eigentlich gar keinen Dünger drin oder warum ist es bei dir heller? Nee, die Kleine hat keinen. Also. Ja, da muss man mal. Wir haben den Krankenmolk bei Feld 10 nicht an und nicht gedüngt. Und dann dürfte eigentlich Feld 43 auch noch nicht gedüngt sein, oder? Ist auch noch nicht gedüngt. Könntest du das schnell machen, aber nur mit dem Traktor gerade. Ja, klar. Jetzt vielleicht bei Feld 10 schnell anfangen, bitte. Jo. Weil dann könnten wir nämlich weiter, dann könnt ihr weiter dreschen. Ich war gerade einkaufen. Ah, okay. Kleine Schockmomente des Lebens. Salat unter. Ich glaube, die kleine Sämaschine ist das nächste, was man. Ja, aber die große kann diese exotischen Sachen nicht pflanzen, ne? Ja, aber es gibt da große Stände. Ja, das ist die ganze Mod-Sämaschine. Habe ich festgestellt beim, auf meiner Singleplayer, dass der das nicht können, dass die es alle nicht können. Und dann zwar mal ein Kommentar dann gleich, wo ich gesagt habe, die kann's, aber die kann's nicht sogar als Multifrucht angeben. Funktioniert aber trotz allem nicht. Hm. Nicht bei Nause, das ist Flüssigdünger. Du musst, glaube ich, hier vorne an deine Silo auffüllen. Nee, nicht hier, das ist Stroh. Hinter dir bei Nause, beim Brunnen hinter, wo die. Ach da, ja. Ja. Auffüllen.
Ja, so eine Blume. Das ist sogar ein Geräusch zu hören, wenn man dran vorbeiläuft. So eine Blume Pferde nehme ich hier schon wieder. In der Raffinerie. Ufeld 8 ist auch nur halb gedüngt. Haben wir einen zweiten Dünger? Dann kann ich das machen. Nee. Schade. Leider nicht. Voll? Nee, ich warte bis düngt ist. Also. Ja, also verschenke ich ja so viel. Ich hab den Ach komm, nimm mir das, voll dann nicht weg. Ja. Könnte ich aber die neue Maschine abholen beim Händler noch. Wenn du magst. Was kann ich abholen? Neue Maschine beim Händler. Oh, neu ist immer gut, neu duftet schön. Aber nur wenn man Frau Rickwart nicht ausschaltet. So, das Feuerwehrauto. Was Feuerwehrauto? Das ist jetzt aber dezent beschissen geparkt, also. Das heißt, das wird nichts, oder wie? Ich gebe mir beste Mühe. Falls der Händlershop nachher nicht mehr das steht, war ich's. Das war jetzt ja, wer, also schon wer mal denn sagen, auch? Ich bin das Fahrzeug ist länger als der Platz zwischen Fahrzeughalle und Gebissanschluss. Aber da muss ich doch mal gucken, was er da macht. Alle mal zum Händler. Warte. Aber ich könnte es eigentlich auch zurücksetzen, das ist auf dem Hof, oder? Nee. Ja, das stimmt, da kommst du nicht dran, der hast keine Chance. Da kommst du nicht ran. Du schiebst schon ein bisschen. Und schon wieder hat er. Das erste, was er macht, der stellt aus. Ja, guck, ich komme ja ganz durcheinander, weil ich die Leertaste drücke. Hier ist was los. Aber mach's nicht wie bei unserem Community-Projekt, gell? Dann hängt die am nächsten Baum auf schon wieder, gell? Hab ich da dieses Ding jemals gefahren? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Nee, da haben wir es doch nicht anvertraut. Jetzt haben wir doch nicht zutraut. Ach so. Ja. Ich hab die Kartoffelernteprüfung noch nicht überstanden, ne? Nee. Wer sich noch beim Silageabfahren in BGA regelmäßig festführt, der darf sowas noch nicht fahren. No. Oh, das fällt. Egal. Soll ich schon mal zur 14 fahren oder dauert es noch zu lange? Zur 10. Das dauert noch zu lange, ich bin ja, das ist noch nicht einmal lang gesehen. Mach mal hin da! Ich ernte ja gerade erst so eine Blume. Toll ist schon mal zu. Der Witz war gut, Anno. Fährt aber trotzdem gleich her. Na gut. Jetzt bist du groß. Ah! Ja. Ja. Endlich hat's mal geklappt. Macht ihr denn schon wieder? Ja, in dem Sinne, ich bin Hexelmus und Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, schaltet es auch beim nächsten Mal wieder ein. Links von Banausen und von Schwarmboy findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, macht's gut und Hummel Hummel, was war's? Ciao. Ernsthaft jetzt oder was, ein Witz? Ne, bis über 20 Minuten. Ah, okay, dann ciao.